Ja, recht herzlich willkommen auf Steinkirchen. Ja. Nun auch endlich von mir mal ein Let's Play über Steinkirchen oder mit Steinkirchen, wie auch immer. Ja, den Post hat mir ausgesucht, das ist, den kennt ihr alle, ne? Den kennt ihr ja auch schon aus den Livestreams, der von Stefan von SB Design. Mit dem schicken Magenta Repaint. Ja, wir wollen heute mal, oder ich möchte gerne mal heute die Linie 14 fahren. Haben auch schon alles soweit geschildert. Müssen noch mal gucken. 7 Minuten hätten wir noch, aber wir können ja schon mal vorfahren. Lassen die Tür aber noch zu. Oder auch nicht. Guten Tag. Du solltest jetzt eigentlich nicht einsteigen. Haben wir sie ausgesperrt. Wir wollen ja nicht die warme Luft drin lassen, ne? So. Dann können wir jetzt eigentlich die Uhrzeit vorstellen. Immer die rote Schrift anmachen. Ich weiß, sie ist Performance. Frisst etwas Performance. Aber ich muss jetzt erstmal nur gucken wegen Uhrzeit. Abfahren 9.10 Uhr. Machen wir 9.08 Uhr. Ja. Aber dann können wir die hier nämlich alle drin lassen. Morgen. Ich hab doch F12 jetzt gedrückt, meine Güte. So. Ein Minütchen haben wir noch. Machen wir wieder zu, weil in Berlin war tierisch warm heute. Ist es eigentlich immer noch. Voll der Backofen. Braucht kein Mensch. Und ich würde sagen, wir düsen ab, wa? Oh, dann gucken wir uns mal Steinkirchen an. Oh, hier ist ein Ampel. Sagt es doch. Da drüben ist auch noch eine. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Was für komische Ansagen. Aber ist ja ganz neckig. Boah, was ist das hier? Oh, ja, ist ja gut da hinten. Meine Fresse. Mein Gott, regt euch ab. Muss ja selbst erstmal die Strecke kennenlernen. Muss ja selber erstmal gucken, was hier so geht und was hier nicht geht, die bevor ihr es denn.
Ja, dann gucken wir doch mal, ne? Wie die Linie 14 so ist. Wie gesagt, ich selber fahre sie jetzt auch zum ersten Mal heute. Weiß ich, die Map ist schon seit Samstag draußen. Lässt du mich zuerst raus oder fährst du jetzt rum? Du fährst natürlich kackendreich rum, ich weiß. Aua! Ist ja Alter, ich mach nicht mal was. Ich mach nicht mal was. Hallo. Bin jetzt noch mal ums Eck. Okay, Achtung, Ampel. Wir fahren einfach mal. Ah, ist eine Doppelhaltestelle. Alles klar. Ja gut, den Automaten hätte ich weiter an die Mauer da, an den Ding gestellt. Hier, die Automaten hätte ich weiter hier hingestellt. Genauso wie die Infotafel hätte ich auch da hingestellt. So mal als kleiner Tipp. Weil die hier mitten im Weg zu stehen ist auch doof. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Eine Tageskarte, sag doch gleich. Mach doch nicht erst so einen langen Text draus, Mensch. Gott, die hat mir noch gefehlt, ey. Die hat mir neu gefehlt. Und lass mal einen Kollegen durch hier. Nesselwang am Gleis. Nesselwang am Gleis. Okay, hier steht ein spannender Wartehäuschen. Kann man machen, würde ich sagen, aber wenn es den alten Flair dient, warum denn nicht? Ich kann da, weiß ich nicht, entweder hat ich mir selber was gebaut, wenn man mit Blender umgehen kann. Nesselwang, Grandeswerder Straße. Uiuiuiui. Also das erinnert mich ja ein bisschen an Falkensee. Mit der Straße, dem Bahnübergang. Ach, Kollege. Du darfst abfahren. Danke dir.
Steinkirchen, Kirche Werder. Na. Ui, 70 erlaubt. Na, gib mal Jas, Lumpi. Ja, mal gucken, ob wir überhaupt noch im Zeitplan sind. Ob wir nicht schon Verfrühung haben. Ja, fahren könnt ihr die Linie, die Karte auch mit den MAN Stadtbussen. Der MAN Stadtbusfamilie, da gibt es, glaube ich, das müsste der Überland sein. Dafür gibt es auch ein Repaint. Dann könnt ihr die auch mit den 407 fahren oder 405. Hattet ihr 405? Von Perutinus. Da wurden jetzt vor kurzem noch Rollbänder nachgeliefert. Dann könnt ihr wohl noch die 305 könnt ihr ja auch fahren. Ja, und ansonsten einfach Hochdateien eure anderen Busse setzen und loslegen. Gibt halt nur keine Repaints. Für die Repaints gibt es halt nur für die 405. Für den 405, 305 und für den MAN Stadtbus Familie. Dann noch für den 305 V2. Ich glaube, das ist dieser Bahn, die Bahnvariante. Für den 305. Ja, das scheppert ja aber auch teilweise in dem Bus. Ja, Dach. Oh, er redet nicht. Muss ich jetzt rechts oder links? Das sieht man so nicht auf dem Navi. Schulbus. Weil wir fahren einfach mal geradeaus. Wir fahren einfach mal geradeaus, ne? Gott, da hat ja auch noch Trabant hinter mir. Denk mal, wir werden ja wahrscheinlich wieder von da zurückkommen und sind dann hier lang. Nehme ich mal an. Also wir fahren jetzt erstmal geradeaus, weil wir sind ja kein Schulbus, wir sind die 14. Wir fahren einfach mal. Bahnhof Steinkirchen, er sagt mir hier aber am Wasserfall. Okay, dann fahren wir doch erst Wasserfall an und dann den Bahnhof. Stimmt, die Haltestelle ist ja auf der anderen Seite. Dann ist die alte Stelle, alles klar. Denke mal, wir müssen jetzt hier rum.
Ja. Ui. Na, Kollege, hier mit deiner 14. Mama, mach dich mal vom Egger. Steinkirchen auf Verkehrsverbund. Machen wir es halt so, ne? Glaube, er möchte gleich abfahren. Du brauchst eine Kurzstrecke, na, aber gerne doch. So. Fahren wir doch gleich mit den Teuer, wa? Ey, guck mal. Eine Bergbahn? Oder eine Zahnradbahn? Nächster Halt, Bahnhof Steinkirchen Ost. Ich muss sagen, man hat hier wirklich viel Wert auf die Details gelegt. Upsa. Ja, wir müssen auch hier lang. Ach, wir fahren einfach der 14 da hinterher, wa? Dann denke mal, er wird seinen Weg kennen. Ilmenau. Achso, er. Okay. Er macht Feierabend. Das wäre natürlich jetzt doof, dem jetzt hinterher zu fahren, ne? Ja gut, hat nicht mehr ganz hingepasst, der Name. So. Aber ich muss sagen, wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir. Also von der Gestaltung her. Da verfolgt uns doch einer, oder? Da ist doch auch ein anderer Bus hinter uns. Oh, tschö. Was ist der Scheiße? Ich sag dazu jetzt mal nix. Grün ist grün, bleib grün, bleib grün. Dankeschön. Kirchenwerder Landstraße, so das heißen hier, ja. Stadt Theaterplatz. Na Mensch. Ich
Ist aber eine ganz schön lange Linie, muss ich ja mal sagen, die 14. Wie lange geht die denn? Oh, fast 40 Minuten. Oder 29, sagen wir jetzt ungefähr. Du darfst auch fahren, ist grün. Also wirklich wieder mal ein sehr langes Let's Play. Mein Gott, dann steig doch aus. Aber hier nicht in meinem Bus, ja? Weil ich muss das nachher wieder sauber machen. Darauf hat ja nun ja keine Lust, junge Frau. Wenn ihnen nicht gut ist, dann sagen sie Bescheid, dann rufe ich ein RTW und dann, ja? Gut. Haben wir das auch geklärt. Ich meine, ist ja klar, bei dem Wetter kann einem ja auch mal schlecht werden und so. Man soll sie einfach Bescheid sagen. Ich rufe dann den RTW. Unser nächster Halt, na Mensch. Wow. Oh, in der Scheiße. Hallo. Und wenn Sie gar nicht mehr aushalten können, junge Frau, unter dem Sitz sind bestimmte Tüten, Sie wissen schon, einfach benutzen und dann geht das schon. Aber nicht in meinen Bus. Also nicht auf dem Boden meines Busses. Und ich darf es nachher wegwischen. Und bei 30 Grad... Da riecht das ein bisschen unangenehm im Bus dann. Die nächsten Fahrgäste freuen sich dann. Also, junge Frau, ne? Wie gesagt, entweder Tüte nutzen oder gleich Bescheid sagen, dass es ja nicht, dass es zwar noch aushalten, aber RTW brauchen. Alles kein Problem. Könnt ihr mir komplett Bescheid sagen. Ampel. Mach grün. Ach nee, da kommt ja was. Kannst rot bleiben. Weiß er auch, dass ich grün habe? Ja, er weiß es.
Ja, wir können ruhig ein bisschen langsamer machen, wir haben schon wieder fast 4 Minuten Verfrühung, ey. Die Josef-Heiden-Straße. Mir fällt da gerade was auf. Nee, ich lasse es lieber. Nein, wir fahren weiter. Ich muss hier lang. Ich dachte da hinten. Mal kurz Verfrühung abwarten hier. Mal kurz 2 Minuten Pause und du hörst hier mal auf hier Bornsteinkante zu kuscheln. Kleiner Augenblick, geht gleich weiter. So, können wir ja weiter kurz. Nächster Halt, Kurve von Eichtalstraße. Ist die Straße einfach nur gesperrt oder ist hier ein Volksfest? Ist einfach nur gesperrt. Anlieger bis Baustelle frei. Also die können hier durch und dann. Alter. Da zeigt mal nice gemacht. Mein Gott, ist das ein Backofen. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Leute das toll finden können. Wie die können die Backofen toll finden? Ja. Wenn so weit hätten sie ja noch ohne rankommen brauchen an den Bus. Ich meine, wäre auch schon an den Bordstein rangekommen. So ist ja nicht. Was haben wir denn noch zu fahren? Lebt ja mal. Noch. Och, na, so haben wir uns ja gleich geschafft, Mensch. Hätte ja doch noch an Grenzen.
Och, gib doch mal Jasta. Kollege mit deinem Transporter. Hm? Gib mal Jasta. Weiß ja, dass hier Schule ist und eventuell auch 30 ist, aber hier ist nichts ausgeschildert mit 30. Hat mir ja auch gefällt, man hat ja auch verschiedene Arten Haltestellen verbaut. Einmal da solche Haltestellen, dann hier. Oh, Kollege ist schon wieder da. Sein. Wo ist sie denn, die Haltestelle? Wo ist sie denn? Da ist sie. Ne, man hat ja also verschiedene Bushaltestellen verbaut. Steinkirchen konnte sich also nicht auf ein Design einigen, scheinbar. Der Stadtrat von Steinkirchen. Oder die Stadt. Nächste Haltestelle an der Jugendherberge. Ey, der Typ hört sich ein bisschen an mich, Stefan. Der die Ansagen macht irgendwie, ja. Und Stefan, okay, ja, Stefan hat eine dunklere Stimme? Ja, wie gesagt, noch sind wir nicht am Ende, noch gibt es kein Fazit. Einmal ein kleines Fazit würde ich sagen, weil wir haben ja noch nicht alle Linien durch. Wir haben ja gerade mal die Linie 14. Aber das, was ich bis jetzt so gesehen habe, gefällt mir, ja. Macht einen guten Eindruck, Steinkirchen. Steinkirchen, Reichenbach. Aber ich merke gerade, die Steinkirchener können sich keine neuen Autos leisten. Die fahren ja alle noch mit 8 Jahre Autos rum. Sogar mit Trabi fahren die hier rum. Cool. Die Brücke ist geil. Aber die ist ja, glaube ich, sind ja viele O3D-Objekte verbaut. Erinnert auch ein bisschen an Alheim-Lauensbach. Oder David-M-Objekte. Ich glaube, der Junge hat richtig Glück gehabt, dass er David M. noch erreichen konnte. Sich noch die Genehmigung einholen konnte, weil alle, die, was jetzt gebaut wird an Maps, hat echt Probleme, an David M. ranzukommen. Ja, sowas mag ich ja, wenn hier Züge so abgestellt rumstehen. Ja, sowas ist dann halt ne, Liebe zum Detail. Hier schön mit den Mülltonnen. Gut, in einigen Ecken hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen so daneben liegen der Müll gewünscht. Vorne ist unsere Haltestelle. Ha? Ist die hier oder ist die da? Wir fahren einfach hier rein. Terminus ist Terminus, sagen wir mal einfach. So. Na. Sauber. Pünktlich wie die Maurer.
Also ist natürlich unschön, dass sie jetzt alle durch den Bus laufen. Am Bahnhof hier, das ist ein bisschen unschön. So, meine Lieben, das war gewesen. Das war der Ersteindruck von Steinkirchen. Und mir sagt er erst, also mein Ersteindruck ist, ja, gefällt mir. Kann man sich downloaden, macht Spaß. Also 14 hier so ein bisschen abwechslungsreich. Wie gesagt, man hat halt, na, war schon. Man kommt halt vom Überlandbereich in den Stadtbereich. Was ich mir persönlich mehr gewünscht hätte, wäre eine andere AI-Liste, ein bisschen moderner. Wie gesagt, hier mit Facelift oder mit Citarus oder Solaris, je nachdem, dementsprechend. Gut, ich meine, der mein hat auch seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ein bisschen modernerer Fuhrpark in der AI-Liste wäre mir lieb. Ihr könnt ja in den Kommentaren runterschreiben, wie euch die Map so gefällt. Und ja, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Müsst ihr wieder, ne? Da unten unter dem Video ist eine Videobeschreibung. Da die öffnen. Einfach auf Weiterlesen drücken. Ja, da steht dann alle drin. Links und so weiter und so fort. Ich werde euch eventuell noch den Bus mit verlinken. Von Stefan, dem SB-Design. Ja, und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Lumpi. Und viel Spaß mit der Map.